Leute, guten Morgen. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Ich sitze gerade zum ersten Mal beim Schminken im Schlafzimmer und ich finde es total cool, obwohl ihr jetzt immer sehen könnt, dass ich das Bett nicht mache, weil das mache ich, um ehrlich zu sein, eher selten. Nur wenn ich mich besonders toll an einem Tag fühle und da voll Bock drauf habe. Ich fahre jetzt gleich zu meinen Eltern. Und dann werde ich heute mit meiner Mama einen Shopping-Tag einlegen und da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Ist jetzt kein Klamotten-Shopping-Tag, sondern ich möchte Dekoration kaufen. Das heißt, ich möchte einen neuen Videohintergrund, zumindest ihn neu dekorieren. Und ich möchte auch generell so das Haus ein bisschen mehr herbstlich dekorieren. Und das ist dann auch der Thema dieses Vlogs. Ich möchte mit euch zusammen alles schön herbstlich dekorieren, vielleicht so einen kleinen Haul machen. In der Hoffnung natürlich, dass ich heute auch was finde, weil sonst ist dieses Video eher ein Flop. Aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Soweit fertig und fahre jetzt los und ich wollte euch nochmal ganz schnell mein Outfit zeigen, obwohl es jetzt nicht so cool aussieht, aber... So, das ist jetzt mein Outfit für heute. Dieses T-Shirt habe ich ehrlich gesagt wiedergefunden. Das war bei meinen Schlafsachen irgendwie drin. Ich glaube, das hat Philipp mal falsch einsortiert. Ja, es hat so einen Spruch da drauf. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch schön finde, aber ich habe es jetzt heute mal angezogen. Zusammen hier mit dieser gestreiften Karottenhose, die ich eigentlich immer sehr gerne trage, weil die sehr gemütlich ist. Und dann habe ich diese Sandalen an, die nicht wirklich hierzu passen, finde ich. Aber das sind tatsächlich die einzigen Sandalen, die ich besitze. Ja, ihr glaubt es kaum, aber ich tue mich echt schwer, Sandalen zu kaufen, weil ich die irgendwie immer alle hässlich finde. Deswegen habe ich nur ein einziges Paar. Und ja, jetzt werde ich aber wirklich losfahren und wir sehen uns dann in der Stadt wahrscheinlich wieder. So, Mama und ich sind jetzt mittlerweile im Ikea angekommen. Wir waren jetzt auch schon bei TK Maxx und bei Action. Ja, ich glaube, das war alles. Und ich habe schon so ein paar Sachen fürs Schlafzimmer gefunden, aber eigentlich überhaupt nicht das, was ich bisher haben wollte. Und zwar suche ich ja eigentlich Herbstdekoration und auch Sachen für den Videohintergrund. Und habe ich noch nichts gefunden, leider. Aber jetzt sehe ich gerade hier im Ikea etwas Goldenes. Und zwar sind das diese goldenen, wie kann man das nennen, irgendwie solche Postkartenaufhänge-Dinger, so Drahtdinger, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und irgendwie fände ich das, glaube ich, im Videohintergrund ganz hübsch, wenn man da so ein paar Postkarten dran macht, ein paar schöne. Was 12,99. Mürhennen. Mit 12 Clips und Haken zum Aufhängen. Ah, okay. Du musst aber zwei nehmen, oder? Eins ist ja ein bisschen mickrig, oder? Ich weiß nicht. Nur eins. Ja, so, eins. So, ich bin jetzt gerade bei Depot und schaue mir hier diese Hortensien in den Herbstfarben an. Finde ich eigentlich ganz schön. Die sind nur echt scheiße teuer, Leute. Junge, Junge. Ein so ein Hortensien-Ding kostet 6 Euro. Aber das hier sieht schon echt richtig, richtig schön aus, finde ich, für einen Tisch. Ansonsten gibt es hier noch sehr viele goldene Sachen, aber die gefallen mir jetzt nicht so gut. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu kitschig und zu viel Gold. Morgen. So, da bin ich wieder. Ich habe ja gestern den ganzen Tag mit meiner Mutter verbracht und wir waren noch ziemlich lange unterwegs und ich war noch bei meinen Eltern zu Hause halt und so und deswegen habe ich dann auch nichts mehr gevloggt. Aber ich möchte euch jetzt zeigen, was ich denn gestern alles gekauft habe. Ich werde auch dann im Nachhinein hier alles dekorieren und so weiter. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ich weiß, dass solche Deko-Hauls irgendwie ein bisschen langweilig sind, aber da trotzdem immer viele fragen, woher die Sachen sind, werde ich euch das eben schnell zeigen und ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Und fange jetzt auch direkt einfach mal an mit dem ersten Teil. Ist das nicht wunderschön? Nein, Quatsch. Ich habe eine Vase gekauft, die hat 10 Euro gekostet und ist von Depot. Ich mache jetzt einfach alles ganz durcheinander, weil ich jetzt keine Lust habe, alles zu sortieren, von wo ich das habe und so. Deswegen mache ich jetzt erstmal hiermit weiter und das fand ich auch total schön. Wir waren nämlich noch in einem Blumenmarkt. Da habe ich diese Blumen hier gekauft. Ich glaube, das ist Heide, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das, finde ich, ist irgendwie so eine typische Herbstblume. Und dazu habe ich dann keinen normalen Blumentopf gekauft, sondern hier so ein Körbchen. Es hat auch einen
Henkel da dran. Das fand ich irgendwie total süß. Machen wir mal kurz weiter mit Ikea. Und zwar habe ich hier so eine riesige, große Box gekauft. Zeige ich euch mal gerade so. Die brauche ich einfach so, um im Keller ein bisschen zu organisieren, da Deko-Sachen reinzupacken. Und die sind halt durchsichtig. Das finde ich eigentlich viel besser. Im Moment habe ich meine ganze Dekoration in Pappkisten. Das Problem ist, man kann halt nicht da durchgucken. Du musst immer jede einzelne Pappkiste aufmachen, um zu schauen, ob da die Sachen drin sind. Machen wir weiter mit diesem Objekt. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Aber das war das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, so letztendlich für den Videohintergrund. Und ich hoffe, das sieht cool aus. Ich weiß es aber noch nicht. Im Notfall bringe ich es zurück. Passend dazu habe ich auch noch zwei goldene Bilderrahmen gekauft von Ikea, die halt gut zu diesem Gitter passen. So, dann nochmal ganz kurz ein Sprung zurück zu Depot. Da habe ich diese Fake Hortensien gekauft und ich fand die Farben hiervon einfach so schön herbstlich. Wieder zurück zu Ikea habe ich diese Boxen hier gekauft. Ich glaube, die hat auch ungefähr fast jeder zu Hause. Die stinken nur voll ekelhaft. Das finde ich nicht so geil. So, dann habe ich außerdem bei Ikea noch solche kleinen Mini-Zierkürbisse gekauft. Das sind ja echte Kürbisse, deswegen werden die nicht so ewig halten. Die haben pro Stück irgendwie 1,50 oder so gekostet, meine ich. Und die fand ich halt ganz hübsch und die kann man super zum Dekorieren im Herbst benutzen. Dann war ich ja bei TK Maxx und da habe ich eine Kerze gefunden und die sieht so aus. Da steht drauf Happy Fall, das ist eine Duftkerze. Riecht auch ganz lecker, muss ich sagen, so ein bisschen nach Kürbis. Und das Süße daran ist, dass es halt einen goldenen Deckel hat mit einem kleinen Kürbis vorne drauf. Fand ich dann doch sehr hübsch. Habe ich dann mal mitgenommen. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles. Bei Depot habe ich noch einen Tischläufer gefunden in so einem, ja, wie kann man diese Farbe beschreiben? Passend zu den goldenen Bilderrahmen von Ikea und auch passend zu diesem komischen Gitternetz da, habe ich noch diese Postkarten gekauft. Und hier seht ihr die alle, die dabei sind. Ich fand die nämlich echt schön. Außerdem hat mir auch das hier gut gefallen, das hatte ich euch ja auch gezeigt. Das sind größere Bilder und die fand ich auch richtig schön mit dieser Frau. So, einfach mal dieses Durcheinander von meinem Haul gerade nicht beachten, aber ich will euch mal die traurige Wahrheit zeigen, wie das hier aussieht auf unserer Couch normalerweise. Ja, das sind jetzt sozusagen die ganzen Sommerkissen. Ich werde aber die dunkelgrünen auf jeden Fall behalten, die mit den Palmen kommen aber weg. Und vielleicht die hellgrünen auch, ich weiß noch nicht. Ich habe nämlich noch so ein paar ein bisschen herbstlich aussehendere Kissen. Aber ich werde jetzt erstmal alle Couchkissen abziehen und die alle mal waschen, weil das ist dringend mal notwendig, weil Milo liegt ja auch sehr gerne da drauf und ja. I wake up from the sunshine on my face. So okay, ich schwitze jetzt schon. Heute ist schon wieder so ein heißer Tag, es sind irgendwie 32 Grad. Aber Hauptsache, ich dekoriere für den Herbst. Ja, ich weiß auch nicht. Dieses Jahr ist echt verdammt heiß. Aber ich will mich nicht beschweren, das ist natürlich sehr schön. So, ich habe jetzt die Kissen alle abgezogen. Das hört sich an, ich habe die Kissen richtig abgezogen. Und die sind jetzt in der Waschmaschine. Und jetzt werde ich anfangen, die sommerliche Dekoration wegzuräumen. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Ich habe jetzt gerade noch eben, oh, ich bin aus der Puste, alle Herbstdeko-Sachen, die ich noch hatte, aus dem Keller zusammengesucht und hier erstmal in die große Kiste getan zum Transport. Ja, das sind alle Herbstdeko-Sachen, die ich sonst noch so gefunden habe, beziehungsweise halt so ein paar Tabletts und so noch. Mal schauen, ob ich die noch irgendwie hier hinstellen kann. Aber jetzt mache ich erstmal weiter mit dem Esstisch. Da kommt jetzt der Läufer drauf und dann gucke ich mal, wie ich das dekoriere. Übrigens habe ich versucht, den zu bügeln. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Ja. Das Ding wird einfach nicht glatt. Aber egal. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we dancing in.
folgendes. Ich stehe jetzt hier vorm Teddy und wollte mal gucken, ob es hier noch irgendeine schöne Dekoration gibt. Oder zumindest irgendwie so ein paar Körbe oder sowas in der Art. Weil irgendwie bin ich jetzt schon die ganze Zeit am Hin- und Her-Dekorieren bei mir zu Hause und bin nicht so richtig zufrieden. Leute, ich glaube, ich bin auf jeden Fall zu spät. Das ist alles Weihnachtsdekoration. Hallo, wir haben September. Oh, schade. Ich dachte, ich finde hier noch was für den Herbst, aber das ist ja alles schon weg. Krass. So, wir haben jetzt mittlerweile schon um einiges später. Ich war schon zu Hause wieder, habe die Einkäufe weggeräumt, habe ein bisschen was gegessen, war mit Milo Gassi. Und jetzt bin ich gerade in Bonn, habe mir die Nägel neu machen lassen, in so einem dunklen Pink. Ich gehe jetzt auf jeden Fall gerade noch hier ein bisschen durch die Stadt. Ich wollte mal gucken, ob es noch irgendwie ein bisschen Deko zu finden gibt. Oh Mann, mittlerweile ist es schon fast dunkel, aber ich habe tatsächlich noch was im Depot gefunden. Die hatten hier auf jeden Fall viel mehr Auswahl als bei meinen Eltern zu Hause, der Depot. Au! Hilfe, 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 der ist ein böser Hund! Okay, aua, 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 er hat mich komplett zerkratzt. Ja, hier, fang! Ich werde jetzt mal die Kissenbezüge hier auf die Kissen machen. Und die habe ich schon länger. Die habe ich mal bei TK Maxx gekauft. Gibt es leider nicht mehr. Finde ich aber super schön für den Herbst. Und ja, die werde ich jetzt mal beziehen. So, was ich jetzt vorhin noch gekauft habe bei Deko. Und ich habe noch was bei Nanunana gefunden. Blatt gefunden. Extra für den Couchtisch. Dieses Ding hier, das ist halt einfach so ein Tablett. Aber auf Stelzen. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool für den Couchtisch. Dann hat man hier auch noch so eine leichte Erhebung, sag ich mal. Dann habe ich noch das hier geholt. Einfach so ein Blatt. Dann so eine Blume, auch wieder in so einem Orangeton, aber nicht so ein Knallorange, weil ich finde, das ist manchmal so ein bisschen, sieht manchmal ein bisschen billig aus. Ja, und dann habe ich hier noch solches Fake-Waldzeug gekauft. Und diese Vase hier, ich hoffe, man kann das jetzt in dem Licht erkennen, das ist halt auch so ein Orange-Braun. Passt eigentlich alles sehr gut zusammen und ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen zu arrangieren und zeige euch dann das Endergebnis. Hallo, guten Morgen zu mittlerweile irgendwie Tag 3 oder so dieses Umdekorier-Vlogs. Ich habe gestern noch bis 9:30 hier rumgewerkelt, habe aber nicht mehr so viel gefilmt. Ich hatte tierische Kopfschmerzen. Ich konnte wirklich gar nichts mehr, dann habe ich es auch gelassen. Ich bin auf jeden Fall jetzt, denke ich, fertig mit dem Dekorieren hier im Wohnzimmer und es sieht wirklich sehr gemütlich aus und das ist für mich das Wichtigste bei Herbstdekoration. Und ich zeige euch jetzt mal gerade das Endergebnis. Ja, das ist so ein kleiner Überblick von dem Wohnzimmer hier, die Ecke. Nicht wundern, hier sind halt kaum Kissen. Ich habe hier diese drei Kissen, wo Milo schon wieder sich gemütlich draufgelegt hat und die gleichen drei stehen auch nochmal da in der Ecke. Ich habe diesmal extra nicht so viele Kissen hingelegt, weil es einfach unsinnig für uns ist, weil wir die eh immer runterschmeißen oder weglegen. Ja, und dann ist hier die Dekoration auf dem Couchtisch. Die finde ich auch sehr süß. So, hier neben dem Fernseher habe ich einfach nur meinen berühmten Glitzerkürbis hingestellt. Ich weiß, viele von euch finden den furchtbar schrecklich. Ich finde ihn eigentlich immer noch ganz schön. Deswegen, ja, kommt er jedes Jahr immer wieder raus. Warum auch nicht? So, dann habe ich diese Ecke umgestaltet und hier habe ich einfach so eine schwarze Kanne, die hatte ich schon vorher, die ist von Ikea hingestellt mit so ein bisschen Gestrüpp, was ich noch hatte. Das habe ich auch in den letzten Jahren irgendwo gekauft. Ja, und dann diese Duftkerze, die hatte ich euch ja in dem Haul gezeigt und einfach dieses diese Home-Würfel, keine Ahnung, die hatte ich auch noch hier zu Hause. Dann hier in die Ecke habe ich diesen Korb gestellt, den habe ich auch schon recht lange, der ist von Ikea, da sind noch so ein paar Plüschkissen drin, da habe ich noch so eine Decke drüber gehängt, das sieht eigentlich ganz schön aus. Ja, und dann hier der Esstisch, hier liegt gerade meine Kamera, nicht beachten, auf diesem schönen rostfarbenen Läufer. Sehr simpel, aber sehr hübsch, finde ich. Ja, und zum Schluss habe ich noch dieses Schränkchen hier ein bisschen dekoriert. Da habe ich diese Heide hingestellt mit dem Körbchen. Dann hatte ich hier noch so einen roségoldenen Apfel. Keine Ahnung, den habe ich, glaube ich, mal bei Primark gekauft, meine ich. Dann diese Holz-Herbstbuchstaben, die habe ich auch schon letztes Jahr gekauft. Die Laterne stand hier vorher schon. Und dann noch so ein weißer Tonkürbis oder was auch immer das ist. Den habe ich auch letztes Jahr bei Depot gekauft. Das sind auch Sachen von letztem Jahr, die stehen hier aber jetzt schon länger.
Ja, und das hier unten drin am besten gar nicht erst beachten. Das habe ich nicht wirklich dekoriert. Da stehen einfach nur ein paar Sachen drin, die ich jetzt noch rausgekramt hatte. Da wollte ich mal gucken. Ich wollte gerne andere Kisten für diese Schränkchen haben. Aber da habe ich bisher noch nichts Passendes gefunden. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ich mag irgendwie besonders diesen Korb da in der Ecke. Das sieht irgendwie so schön gemütlich aus. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Ideen oder Anregungen. Ich hoffe natürlich, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr Bock auf mehr Deko-Videos habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Denn ich habe als nächstes vor, unser Schlafzimmer ein bisschen aufzuhübschen. Und da würde ich euch auch gerne mitnehmen, falls ihr denn Bock drauf habt. Ja, und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!